Abenteuer des Nils Holgersson, verzaubert von einem Wicht. Er flog mit den Gänsen davon, voller Zuversicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wieder ein Kinderspiel. Nils Holgersson, wunderbare Reise auf nach Lappland. Ich sehe, hier ist noch jemand, der mit will auf die wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Mein Name ist übrigens Bataki, ein Rabe. Aber das habt ihr bestimmt schon selbst herausgefunden. Ich komme natürlich auch mit auf die Reise und ich werde euch dabei hilfreich zur Seite stehen. Zuerst aber müsst ihr euch eine Feder aussuchen, denn zum Fliegen braucht man selbstverständlich Federn. Ja. Entscheidet euch für eine Farbe und legt sie in Nils Mütze. Merkt euch die Farbe gut, denn dann könnt ihr sie immer wieder benutzen, wenn ihr mal eine Pause auf der Reise eingelegt habt. Aber Moment, bevor die Reise losgeht, will ich euch nur noch schnell sagen, wie ihr mich später wiederfindet. Ihr wisst ja, ich helfe euch so gut ich kann. Also führt dann eure Maus mit der kleinen Feder an den unteren Rand des Bildes. Schön langsam. Denn dadurch erscheint plötzlich eine ganze Reihe von kleinen Dingen. Oder auch nicht. Eine Tür, eine Landkarte, ein Lautstärkeregler, ein Korb und ich als klitzekleiner Rabe. Wenn ihr auf den raufklickt, werde ich euch noch ein paar nützliche Dinge für das Spiel erklären. Doch zunächst sucht euch, wie gesagt, eine Feder aus und legt sie in Nils Mütze. So, jetzt aber viel Spaß auf der Reise mit den Wildgänsen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Rabe. Ich habe das Spiel von der Denise bekommen, in diesem Riesenpaket, was sie damals geschickt hat. Und ich muss sagen, ich kenne das gar nicht. Ist Nils Holgersson eigentlich ein Märchen, weil mich hat irgendwie das Spiel vom Aussehen hier auf dem Cover ein bisschen daran erinnert wie an Zwergnase. Und das ist auch wieder sehr schön gezeichnet alles. Hier sieht man jetzt noch nicht so viel, aber was die Bilder jetzt hier so drauf schließen lassen, die auf dem DVD oder beziehungsweise CD-Cover sind, ja, wird es wieder ein sehr schönes Let's Play, ein sehr schönes Spiel mit sehr viel Liebe gemacht. Es ist aus dem Tandem Verlag und hier steht Lizenzausgabe 2005. So. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, ob genehmigte Lizenzausgabe. Ich weiß jetzt nicht, was das unbedingt heißt. Ob das 2005 rausgekommen ist oder was? Bevor ich jetzt später mich wieder verquatsche oder sonst irgendwas, würde ich sagen, wir fangen an. Ich nehme eine blaue Feder, weil ich liebe Blau über alles. Wir starten mit unserem Abenteuer und tun in die Mütze. Ah, da seid ihr ja wieder. Passt gut auf. Ich werde euch jetzt schnell einige wichtige Dinge zeigen. Ja, so groß ist Schweden. Eure Reise beginnt genau bei dem kleinen Punkt unter der Lupe in Südschweden. Klickt auf den Punkt und schon geht das Abenteuer los. Wenn ihr später dann ein wenig weiter geflogen seid und habt das nächste Abenteuer bestanden, wird auch in der Landkarte der Weg weitergezeichnet. Dann kommt noch ein Punkt dazu und so weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr die bestandenen Abenteuer später nochmal durchspielen. Führt eure Maus mit der Feder über die Punkte in der Landkarte und es erscheint ein kleiner Bilderrahmen mit dem jeweiligen Abenteuer. Wenn ihr das spielen wollt, einfach auf den Punkt klicken und schon geht's los. Manchmal müsst ihr auf eurer Reise Fische fangen, an Schneeglöckchen bimmeln, über Eisschollen springen oder Füchse jagen. Wenn ihr diese Spiele nochmal spielen wollt, klickt auf die kleinen Symbole hier unten. Jetzt habe ich aber genug geredet. Mein Schnabel ist schon ganz trocken. Und weiter geht eure Reise.
Ja, es heißt, es werden wieder Minispiele auf uns warten, denke ich. Auf jeden Fall finde ich es trotzdem mit sehr viel Liebe gemacht. Das habe ich jetzt aber trotzdem nicht ganz verstanden mit dem Fisch, aber wir fangen einfach mal an. Ja. Der PC arbeitet. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Laut Amazon ist das Spiel aus dem Jahr 2003 im November erschienen. Also ich weiß es nicht so ganz. Auf jeden Fall Anfang der 2000er, würde ich Es sagen. riecht nach Frühling. Ich liebe diese Jahreszeit. Und mit dem Frühling beginnt auch unsere Geschichte. Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Ich bin übrigens Bataki, ein Rabe, wie man unschwer erkennen kann. Ich werde dich auf dieser Reise begleiten und dir zur Seite stehen. Sieh dich nur um. Du befindest dich jetzt mitten in Südschweden auf dem kleinen Bauernhof Westfemmenhög. Wenn du mit der Feder an den Rand des Bildschirms fährst, dann verwandelt sie sich in einen Pfeil und du bewegst dich langsam nach rechts bzw. links. Wenn dir das zu langsam geht, kannst du, nachdem sich deine Feder in einen Pfeil verwandelt hat, klicken und du springst ein größeres Stück voran. Das ist ja cool. Ja, cool. Ich klicke hier mal was durch die Hier Gegend. leben die Holgerssons. Fleißige und doch arme Bauern. Und zu allem Übel haben sie auch noch einen Sohn, der einfach zu nichts zu gebrauchen ist. Sein Name ist Nils. Nils Holgersson. Er hat nur Dummheiten im Kopf und ärgert den ganzen Tag die unschuldigen Tiere. Oh, der klingt aber Oh böse. Mann, ist das früh. So früh. Ich kann bei dem ganzen Lärm überhaupt nicht mehr schlafen. Hey, Wo du ist er dummes denn? Schwein, schnarch nicht so laut. Und du Pferd, mach nicht so einen Krach beim Wassersaufen. Und wenn ich nicht mehr schlafen kann, dann soll die Katze es auch nicht. Wartet, euch werde ich helfen. Wo ist er denn? Was ich auch ganz cool finde, ist, dafür, dass der Anfang der 2000er anscheinend das Spiel rausgekommen ist, dass es kein 4 zu 3 Und mit dem ist. Schwein fange ich an. Mit dem Schwein fange ich an. Euch werde ich's zeigen. Wo ist er denn? Ich blicke da noch nicht so ganz durch. Euch werde ich's. Ich verstehe es noch nicht. Also, wir müssen jetzt böse sein. Wir sind ja Nils, ne? Okay, also wir können jetzt die ganze Zeit böse sein. Den Schweinen können wir es zeigen. Dem Pferd haben wir es jetzt gezeigt. Und der Katze. Ich gucke mal böse. Noch was? Fängt ja wieder gut an. Ich gucke mal auf den Graben direkt. Ah, da seid ihr ja wieder. Passt gut auf. Ich werde euch jetzt schnell einige wichtige Dinge zeigen. Hier unten seht ihr mehrere kleine Bilder. Was passiert, wenn ihr mich anklickt, wisst ihr ja. So, dann gehen wir mal zu der Note hier. Achtung, wenn man sie so schiebt, dann wird alles lauter. Oh! Oh, meine Ohren! Ja, und so wird alles wieder leise. Das war einfach. Jetzt klicken wir mal auf die Landkarte. Ja, so groß ist Schweden. Hier könnt ihr immer genau sehen, wie weit ihr schon auf dem Rücken der Gänse geflogen seid. Wenn ihr einen Ort noch einmal besuchen wollt, kein Ja, das Problem wissen mit wir dieser ja. Karte. Auch die Spiele könnt ihr hier noch einmal spielen. Einfach raufklicken. Wenn ihr euch schon einen Korb gebastelt habt, könnt ihr den an dieser Stelle auch öffnen und wichtige Dinge hereinlegen oder rausholen. Tja, und dann gibt es noch die Tür, über die ihr das Spiel verlassen Das könnt. ist logisch. Das ist genau an dieser Stelle. So, jetzt geht die Reise aber weiter. Bis später. Okay, Nils, was genau willst du von uns? Oder sind wir jetzt Nils? Ich
Sonst weiß ich gerade nicht wirklich viel zu machen. Hallo? Nils, magst du uns einen Tipp geben? Hallo? Was müssen wir machen? Was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst in der Beschreibung? Die Katze? Das Pferd schlabbert zu laut? Muss ich alles auf einmal? Nein. Nee, auch nicht. Nee. Nein. Oder, nee, kann ich nicht. Muss ich die jetzt hier spielen oder? Ich habe es nicht verstanden. Ich sehe, ihr wollt nochmal Fische fangen. Wieso nochmal? Wir haben das noch gar nicht gespielt. Auf den einen Fisch zum Üben oder auf die vielen. Ich frage mich, ob wir die Spiele erst dann bekommen. Oder ob wir immer 4 Spiele pro Punkt haben, die wir ja, spielen müssen. Wir spielen die Spiele jetzt einfach mal. Ich weiß mir sonst nicht anders zu helfen. Ich sehe, ihr wollt nochmal Fische fangen. Sehr gut. Klickt auf den einen Fisch zum Üben. Oder auf die vielen, wenn ihr schon gute Fischer seid. Denn da wird es ein wenig schwieriger. Trainieren ist was für Loser. Roher Fisch? Sieh dich mal um, ob du hier nicht ein paar trockene Grashalme entdeckst. Dann streife die Grassamen ab und streue sie aufs Wasser. Die dummen Barsche fallen immer wieder darauf rein. Sehr gut. Jetzt komm zurück und das wäre geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Geduld. Du wirst sehen, gleich zeigt sich der erste Fisch. Was? Ich versteh's nicht. Da ist einer. Das war knapp. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Da muss man mega schnell sein. Da ist einer. Na bitte, den ersten haben wir. Guten Appetit. Gar nicht mal schlecht. So ein roher Fisch. Besonders, wenn man Hunger hat. Pass auf, bestimmt kommt noch einer. Das war knapp. Vielleicht klappt es beim und wieder haben wir einen. Prima. Einen könnte ich noch vertragen. Das ist so ekelhaft. Wer ist denn rohen Fisch? Also Sushi, okay, aber nicht so vom so das Abbeißen-mäßige. Das war knapp. Vielleicht klappt es bei wie schnell der war. Das war Nummer 3. Also voll schön gemacht, ne? Die Musik ist so ein bisschen zu laut, finde ich. Auch nicht. Ich bin satt bis zur Zipfelmütze. Irgendwie hast du den Stimmen. Wie 3 Stück mehr nicht? Wenn ihr eine einfache Melodie mit den Schneeglöckchen nachspielt. Nein, ich hasse dieses Spiel. Genau vor dir. Also diese Spiele. Sind die Schneeglöckchen. Ja, ist okay. Pass auf, folgende Melodie musst du klingeln. Achtung. Alter. Hör auf, ich kann das mir noch nicht merken. Fuck. Nee. Mist, verkehrt. Gleich nochmal. Gleich habe ich's.
Also, das kriegt man einmal vorgespielt. Keine Ahnung. So, jetzt aber. Das war richtig, ich hab geraten. Oder? Nee, okay, das war anscheinend falsch. Mist, verkehrt. Gleich nochmal. Okay. Gleich habe ich's. Ich kann mir's einfach nicht merken. So. 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 So, so, so. Und jetzt? So, jetzt aber. Was habe ich denn schon alles ausprobiert? Habe ich auch schon wieder vergessen. Mist, verkehrt. Oh, ich kann das hier nicht merken. Das ist überhaupt nicht einfach. Und jetzt? Gleich habe ich's. Ich hab doch schon alle, oder nicht? Dass man das nur einmal vorgespielt bekommt, ist der Hammer. So, jetzt aber. Mist, verkehrt. Ja, Mann! Gleich habe ich's. Ich hab's auch gleich, ja. Keine Ahnung. Der war nicht und der war nicht. Ich meine, der auch nicht, also das? So, jetzt aber. Boah, ich hab keine Ahnung. Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. Mist, verkehrt. Gleich nochmal. Ich kann mir das nicht merken. Der war nicht, der war nicht, der war nicht. Gleich habe ich's. Nochmal der? War das so? Tatsächlich. Und jetzt? So, jetzt aber. Mist, verkehrt. Gleich nochmal. Den hatte ich ja vorher ausprobiert, ne? Gleich habe ich's. Direkt beim zweiten Spiel schon. Wölfin A. Nein. So, jetzt Fuck. Aber. Sehr gut. Dann kann ich ja beruhigt die Augen zumachen. Oh, gleich wird es wieder kalt auf den Eisschollen. Klickt auf die eine Eisscholle zum Üben. Schwieriger wird... Du musst nur abwarten, bis die Eisschollen für einen kurzen Moment dicht zusammenstehen. Ich gebe dir ein Zeichen und klopfe auf deinen Rücken. Dann springst du los. Hey, wo gibt er mir denn ein Zeichen? Hä, wie mache ich das denn? Warte, das wäre schief gegangen. Und hopp, geschafft. Sehr gut, jetzt weiter. Wieso fliegt das Ding nicht eigentlich einfach? Nils, nein, nochmal. Hä?
Juhu! Ja, ins Wasser fallen kann ich ja so oder so nicht. Puh, das war knapp. Und die nächste. Pass auf die Seehunde auf. Willst du ihn? Also so viel Spaß macht das Spiel jetzt aber nicht so. Warte. Quark, Quark, ich bin ein Frosch. Was? Los, eine noch. Was war das denn hier? Und geschafft. Ja. Bravo, Martin. Geschafft. Genau, jagt noch ein. Na schön, ich bin bereit. Führe mich zu den Füchsen. Da, ich sehe zwei helle Punkte. Warum ist der Nils eigentlich so klein? Das müssen die Fuchsaugen sein. Schnell, führ mich dorthin. Wie denn? Nun mach schon. Wo sind die Punkte? Welche Punkte? Sehr gut. Ach so. Und los geht's. Auf sie mit Gebrüll! Der lässt sich hier nicht mehr blicken. Ich sehe schon die nächsten Augenpunkte. Zeig mir den Weg. Boah, wie viele Jahre ist das Spiel? Vielleicht sollte ich das auch beim nächsten Mal irgendwie mal sagen. Und noch einer. Ist jetzt nichts dazu? Nummer 3 haben wir auch. Gut gemacht, Nils. Ich fühle mich ein bisschen unterfordert. Lass dich hier nie wieder blicken. Volltreffer. Das passt gerade voll zur Musik. Sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir alle erwischt. Du weißt gar nicht, wie dankbar wir sind, Nils. Nicht der Rede wert. Jetzt kann ich auch endlich in Ruhe schlafen. Okay. Und jetzt? Oh, das hatten wir doch schon. Die Klappe. Jetzt müssen wir uns nochmal alles antun, was er redet.